Alle waren erstaunt, als sie sahen, dass der Tesla-Bot auf der Bühne tanzte. Das Konzept des Roboters besteht darin, Menschen bei alltäglichen langweiligen Aufgaben wie dem Einkaufen, dem Putzen des Hauses und dem Rasenmähen zu helfen. Es kann auch einige herausfordernde Aufgaben übernehmen, wie das Reparieren ihres Autos oder das Zubereiten einer Mahlzeit. Auf der anderen Seite werden Sie es nicht die ganze Zeit alle Routineaufgaben erledigen sehen, da es sich dessen bewusst ist, was es tut. Tesla-Fahrzeuge verfügen über einige der besten Softwarelösungen der Welt, mit unglaublicher KI-Technologie für Navigation und autonomes Fahren. Neben ihrem schicken Aussehen stoßen sie keine giftigen Chemikalien aus wie herkömmliche Autos. Sie sind extrem schnell und können sich mit ihrem Telefon verbinden und ihnen bei vielen Aufgaben helfen, während sie unterwegs sind. Die Autos werden mit Hilfe von modernster Technologie gebaut und sind sehr langlebig. Aber Tesla ist mehr als nur ein Autohersteller. Technisch gesehen ist es auch ein Softwareunternehmen. Der Autopilot sammelt Daten aus der realen Welt in Echtzeit und lädt sie auf ihre Server hoch. Wenn also viele Tesla-Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind, aktualisieren sie ständig die Karten und die Intelligenz, damit jedes Tesla-Fahrzeug diese neuen Informationen aufnehmen und beim autonomen Fahren anwenden kann. Wenn also Ihr Tesla im Selbstfahrmodus ist und Sie auf ein Schlagloch treffen, wird dieser Vorfall für andere Tesla-Benutzer gespeichert, um Sie davor zu warnen. Die KI ist gut genug, um Routen zu folgen und sich durch den Verkehr zu navigieren. Sie kann sogar Fußgänger auf dem Gehweg wahrnehmen oder wenn diese die Straße überqueren, ohne zu schauen. Sie kann auch bestimmte Hindernisse vermeiden und sich durch die Analyse ihrer Umgebung auf engen Flächen selbst parken. Das gesamte System basiert also darauf, dass Menschen es ständig aktualisieren, damit die KI verstehen kann, was vor sich geht. So wird auch der Tesla-Bot funktionieren. Er wird tägliche Aufgaben erledigen und aus bestimmten Fehlern lernen, die er möglicherweise macht. Der Roboter ist mit vielen Kameras und Sensoren ausgestattet, um sich beim Stehen auf seinen zwei Füßen auszubalancieren. Tesla-Autos sind im Grunde genommen einfach nur Supercomputer auf Rädern. Man könnte sie sogar als Roboterherstellungsunternehmen betrachten, bevor die Ankündigung des Tesla-Bots erfolgte. Es ist fast 180 cm, wiegt 57 Kilogramm und hat einen Bildschirm als Gesicht. Jeder kann es leicht überholen, da es sich nur mit 8 km pro Stunde bewegen kann. Es kann nicht mehr als 20 Kilogramm tragen, aber es kann etwa 68 Kilogramm heben. Somit kann es problemlos etwas wie ein Sofa tragen, ohne dass es sich den Rücken bricht. Und da die künstliche Intelligenz auf Lernen angewiesen ist, wird sie zweifellos hervorragend bei kleinen Aufgaben sein, die nicht viel Einarbeitungszeit benötigen. Es beobachtet, welche Gegenstände es in einen Einkaufswagen legen soll, während es Lebensmitteleinkäufe tätigt. Es wird wahrscheinlich wissen, welche Marke Milch sie speziell mögen und die guten Früchte und Gemüse einpacken. Es könnte sogar Einkäufe tätigen und wissen, wie viel es für ein bestimmtes Budget ausgeben soll. Und für Hausarbeiten kann es wahrscheinlich lernen, das Geschirr zu spülen und aufzuräumen, ohne etwas zu zerbrechen oder gar einige ihrer Sachen zu verlegen. Wenn Sie ein Tesla-Auto besitzen, dann besteht kein Zweifel, dass der Bot im selben Software-Ökosystem wie alle Tesla-Produkte sein wird. Sie können Updates von Ihrem Auto über Ihren Bot als persönlichen Sekretär erhalten. Einige Länder haben bereits KI-Betriebssysteme eingeführt, um tägliche Telefonate von Menschen zu bearbeiten. Sie können das Telefon abheben und ein vollständiges Gespräch mit einem KI-Agenten führen, der in der Lage ist, Ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Sie können Tausende von Anrufern bewältigen, ohne dass jemand stundenlang darauf warten muss, mit einem menschlichen Agenten verbunden zu werden. Sie lernen auch aus jedem einzelnen Anruf und fassen dies in ein passendes Skript zusammen, um zu kommunizieren und jedem zu helfen. Chatbots sind genauso nützlich, um Daten von Menschen zu sammeln und ihnen bei ihren Bedürfnissen zu helfen. Der Tesla-Bot kann also lernen, was sie stört oder was sie glücklich oder traurig macht. Sie könnten in der Lage sein, morgens ein Gespräch mit ihm zu führen, als ob sie mit einer echten Person sprechen würden. Und basierend auf den KI-Lernsystem kann er bestimmte Gesten und Bewegungen adaptieren, ähnlich wie Menschen es tun, ohne es zu merken. Jeder Investor, der das hört, würde seine Brieftasche zücken und so viel Geld ausgeben, um dies zur Realität zu machen. Aber es gibt viele Schlupflöcher bei einem humanoiden Lernroboter. Sie können eine Bedrohung für die Cybersicherheit darstellen, da sie Zugang zu all ihren personalisierten Daten und Codes für ihre Bankkonten oder andere wichtige und heikle Dinge haben können.
Einige Cyberkriminelle könnten versuchen, den Bot auf eine bestimmte Weise zu modifizieren, um ihn schneller machen oder schwerere Objekte heben zu lassen. Dem Roboter eine solche Stärke zu verleihen, könnte nach hinten losgehen und jedem in der Nähe schaden. Selbst wenn die Absicht gut ist, könnte der Roboter auf eine andere Weise reagieren, was zu vielen Skandalen führen würde. Da ein Großteil der Tesla-Software auf menschlichem Verhalten und der Umgebung basiert, könnte das Manipulieren eines Roboters nach ihren persönlichen Bedürfnissen eine Katastrophe heraufbeschwören. Elon Musk selbst stellt sich vor, dass Menschen in der Zukunft mit Robotern verschmelzen und so den Weg für unsere evolutionären Nachkommen ebnen. In einer solchen Menschen-Roboter-Welt wird Technologie so sein wie die Luft, die wir atmen. Diese Bots könnten die ersten sein, die den Mars kolonisieren. Nachdem die Bots perfektioniert wurden, um auf Menschen zu reagieren und sogar Entscheidungen zu treffen, könnten diese Roboter auf nichtmenschliche Expeditionen gehen und möglicherweise die ersten sein, die auf anderen Planeten landen. SpaceX, ein weiteres von Musk gegründetes Unternehmen, konzentriert sich darauf, Menschen zum Mond zu bringen und von dort aus zum roten Planeten zu senden. Diese Roboter können auf dem Mond landen, ohne das Leben eines Menschen zu riskieren. Und sie haben bereits die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen und können sofort mit der Arbeit beginnen. Einige Roboter könnten für bestimmte Aufgaben wie das Fliegen der Rakete, die Technik oder das Studium des Ökosystems auf dem Mars als Wissenschaftler spezialisiert sein. Menschen hatten bereits Roboter-Erkunder, die die Oberfläche erkunden und beeindruckende Bilder machen. Aber diese Roboter könnten möglicherweise mehr tun und nachahmen, wie es für einen Menschen wäre, auf der Oberfläche des Mars zu laufen, bevor jemand dort landet. Sie können die Empfindungen aufzeichnen und sie zur Erde zurücksenden, damit wir sie beobachten und uns auf die Ankunft der Menschen vorbereiten können. Sie werden mit dem Bau von Gebäuden für Menschen beginnen und ein Ökosystem schaffen. Und bis der Bau abgeschlossen ist, würden die Menschen bereits auf dem Weg zum Mars sein, um ein neues Leben zu beginnen. Die Bots können an der frischen Luft laufen und die physische Arbeit leisten, die zum Bau der Fundamente benötigt wird. Diese Roboter können sogar die Kontrolle über importierte Maschinen übernehmen, um den Boden auszuheben. Geeignete Fahrzeuge, die für den Mars entwickelt wurden, können Dinge schneller erledigen als das, was wir im Moment haben. Die Technologie wird dann so fortschrittlich sein, dass es sogar so aussehen könnte, als würden sie auf der Erde leben. In einer Montagelinie in einer Fabrik sind die Roboter selbst nicht in menschlicher Form gestaltet, um die Maschinen zu bedienen und die Teile zusammenzusetzen. Vielmehr sind die Roboter dazu gebaut, an etwas Spezifischem zu arbeiten. Es würde keinen Sinn machen, einen humanoiden Roboter zu bauen, der ein Auto fahren und es als selbstfahrendes Auto bezeichnen könnte. Sie haben die Tesla-Autos gebaut, die wir heute kennen, genauso wie einen humanoiden Roboter, der Maschinen in einer Fabrik bedient. Die Roboterarme in den Fabriken können dies perfekt erledigen. Daher werden die Roboter, die auf dem Mars landen würden, höchstwahrscheinlich für bestimmte Aufgaben konzipiert sein. Ein Roboter, der gut im Ausgraben ist, wird wahrscheinlich ein Bulldozer-ähnliches Aussehen haben, aber in unterschiedlichen Größenordnungen. Genauso wie Roboter, die zum Mars fliegen können, speziell für das Fliegen konzipiert werden. Tesla hat mit der Ankündigung des Bots viel Aufsehen erregt. Selbst wenn in der Zukunft nichts passiert, sprechen die Leute bereits über sie und teilen Artikel und Videos von dem tanzenden Roboter.